Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Get Even. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass es Get Even heißt. Also bleiben wir jetzt dabei. Okay, wir sind vor diesem Raum hier stehen geblieben. Ich musste nochmal nachspielen bis hier, weil hier kein Speicherpunkt war. Und man kann hier auch nicht speichern, nur vom Level neu starten, letzter Checkpunkt. War jetzt nicht viel, wir sind einfach da aufgewacht, wo wir gerade, also davor die Runde aufgewacht sind. Okay, und es piept wieder. Achso, und ja, die Konsequenzen habe ich halt genauso wieder gemacht. Ich habe dem Typen da wieder die Tür aufgemacht. Samson hieß der, glaube ich, oder Samuel, irgendwie sowas. Über den hatten wir auch noch nichts gelesen. Und jetzt sind wir hier stehen geblieben. Dann wollen wir mal gucken, was als nächstes passiert. I told you to ignore them, Mr. Black. If the treatment is to succeed, I need your cooperation. Yeah, sure. Wir sollen die ignorieren, oder? Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Wollen wir die ab jetzt einfach ignorieren? Gut, dann. Was? Alter! What the fuck? Was ist denn mit dir falsch? Ich habe ihn ermordet. Es war Selbstverteidigung. Bisschen heftige Selbstverteidigung. 7 Schuss noch. War der aus der Zelle jetzt? Warte, jetzt muss ich erstmal gucken. Ist der aus einer Zelle rausgekommen? Hier ist zu? Wo kam der denn her? Da war die Zeit. Und hier kam der her. Nee, doch. Nee, doch. Okay. Scannen können wir ihn nicht, ja? Fuck. Okay, was haben wir hier? Prüfen. Gucken wir uns gleich an. Oh Gott. Heart of Darkness schon wieder? Wie war das jetzt? Z? Benaway Patient LAS Anweisung. Inneres Selbst zu erforschen. Er gab zu, dass seine vorigen Theorien über die körperlichen Infektionen möglicherweise unvollkommen war. Wir hatten ja da gelesen mit den, ja, seine Behandlungsmethoden, die Ergebnisse der Therapie von Dr. Elliot Bark überzeugte ihn aber davon, dass LSD der Schlüssel zur Heilung aller psychischen Erkrankungen sein könnte. Okay. Ich überlege gerade, gab dem Patienten LSD. Warum? Mal gucken. Erkrankung sein könnte. Es ist entscheidend, dass der Patient nackt ist. Was? Hohe Dosen? Hohe LSD-Dosen einnimmt und mindestens in 2 Wochen in Einzelverwahrung. Mindestens 2 Wochen in Einzelverwahrung bleibt. Sagt Benaway, warum muss der dazu nackt sein? Erwartungsgemäß verschlimmert sich der Zustand der Patienten nach einer solchen Behandlung nur noch weiter. Zu den Extremfällen gehört der Fall des schizophrenen Patienten Richard Pickman. Pickman, das sagt mir irgendwie was aus Fallout. Das wird aber, glaube ich, nicht der sein. Der seine Augen entfernt und aß. Was? Der hat sich... Alter, der hat sich die Augen rausgerissen und selber aufgegessen. Wie eklig. Und der Selbstmord von Ronald Opus durch Autostrangulation. Aha. Ich habe nie einen Fehler begangen, sagte Dr. Benaway in Bezug auf die Anschuldigung seiner Patienten. 1999 schlossen sich die Türen der Anstalt für immer. Und wir sind jetzt drinnen. Viele Anwohner und ehemalige Patienten hoffen auf einem Abriss. Doch bisher steht das Gebäude leer. Na, so leer ist es nicht. 2003 diente es als Drehort für den Low-Budget-Horrorfilm The Final Season. Okay.
Also die gehen alle davon aus, dass hier keiner mehr drin ist, oder wie? Dann macht er hier Experimente auf eigene Art, auf eigene Faust. Alter, der hat sich die Augen rausgerissen und aufgegessen. Okay, hier haben wir noch. Ist wieder ein Patient. Samson, das war der. Wo ist meine Maus? Ah, ich habe gar keine Maus. Das war der, den wir da freigelassen haben, der Samson. Okay, geboren, Geburtsdatum 62, Alter 34, Geburtsort London, Geschlecht männlich, Herkunft kaukasisch, Hautfarbe braun. Fallinformationen gibt es keine, allgemeine Bemerkungen. Patient arbeitet als Hausierer. Der arbeitet als Hausierer. Es sind Hausierer nicht Leute, die einfach die eine Wohnung besitzen. Nach einem psychischen Zusammenbruch wurde er ein selbsternannter Kultführer. Wen haben wir denn da freigelassen? Okay. Wie kann man denn als Hausierer arbeiten? Kultführer. Der ist bestimmt dann weggerannt und darauf ist Outlast 2 entstanden. Da war doch auch irgendwie sowas mit so komischen Kultisten, oder? Bestimmt, weil wir den freigelassen haben. Okay, da haben wir eine Kerze stehen. Wer war er denn jetzt? Ihn können wir gar nicht scannen. Okay, zum Glück bin ich hier nicht vorher reingegangen. Und hier steht eine Kerze. Ich höre Strom. Although your memory has been affected, your twitch response remains intact. Pure muscle memory. Fascinating. What is this? Place is filled with runaways, criminals, ex-military. Who the fuck am I? And why the fuck am I armed? I understand your curiosity, but there will be time for questions later, Mr. Black. Please, proceed. Wie fahren Sie fort? Mit was denn? Wir laufen hier einfach nur verwirrt durch eine Gegend. Dieses Gepiepe, das hört sich an, als wenn hier irgendwo jemand angeschlossen wäre. So dieses aus dem Krankenhaus, das kennt er ja, ne? Den Herzschlag. Ich glaube, das ist was anderes, oder? Da ist ein langer Gang. Kurz mal gucken, wo es hier lang geht. Nirgendwo. Das ist so dunkel hier. Hier ist irgendwo was zum Scannen. Wo ist denn das wieder? Kommen wir bestimmt später erst ran. Okay, dann gehen wir hier mal lang. Da liegt auch wieder ein Brieflein. Mausrad, Mausrad. So haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Auch wenn es nicht viel ist. Ist auch wieder ein Patient. Identifikationsdaten, da. John Lindon, Adresse unbekannt, 71, 26 Jahre alt, gerade mal. Kaukasisch, grün. Muss jetzt medizinisch versorgt werden. Vielleicht ist er das, der da angeschlossen ist, muss jederzeit medizinisch versorgt werden. Besondere Bemerkungen zur Behandlung. Konstante Überwachung nötigt, Einzelzimmer empfohlen. Allgemeine Bemerkung. Der Patient leidet unter schwerem Gedächtnisverlust. Was es ihm nicht ermöglicht, zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden. Oh Gott. Wir haben hier echt nur die Creme de la Creme, ne? Er berichtet von visuellen als auch akustischen Halluzinationen, die mit häufigen außerkörperlichen Erfahrungen verbunden sind. Laut eigener Aussage hat ihn eine undefinierte, ein undefinierter, undefinierbarer Organisation entführt, vielleicht unser Kultführer, und soll versucht haben, seine Erinnerungen zu löschen. Was ihr laut dem Patienten nicht gelang. Ja, er hat ja Gedächtnisverlust, ist ihm ja doch gelungen, oder? Fallinformation, Patient wurde
nahe dem Brent Green Naturlehrpfad ziellos umherirrend und nur mit blutverschmierter Unterwäsche bekleidet gefunden. Er fiel zwei Polizisten an, die an den Ort geschickt wurden, um nähere Untersuchungen vorzunehmen, und wurde schließlich von ihnen verhaftet. Nach der Festnahme begann der Patient zu schreien. Ihr könnt nicht mal die Käfige in euren Köpfen sehen. Was? Ihr könnt nicht mal die Käfige in euren Köpfen sehen. Während des Transports wurden weitere an die Polizei gerichtete Beleidigungen wie blinde Idioten oder arme Handlanger aufgenommen. Keine Ahnung. Der ist durch. Die sind alle durch hier. Ich bin ja auch durch, also mein Protagonist hier. Tür. Locked. Of course it is. Okay, ist der hier irgendwo? Aber die waren noch bis jetzt. Erster Geburtstag, zweiter Geburtstag, vierter? Nein, nein. Nee, der dritte, was? Someone there? Yes. Someone. Someone. Real. Turn on the light. Let me see. Aha. Jetzt scannen wir mal. Das ist der aber nicht, oder? Match found, John Linden. Doch. Missing persons registry 2703. John Linden. Warte. Ich hab den Namen vergessen. So schnell geht's. John Linden, doch, das ist der. Interagieren. Ich glaube nicht. Happy Birthday steht auf dem Ding. Ich glaube nicht, dass ich da interagieren werde. Wir haben jetzt schon so einen Kultisten freigelassen. Wir gehen erstmal weiter, mal gucken. So eine Kamera. Oh, jetzt atmet er schon. You truly are the diligent detective, Mr. Black. An admirable quality that will come in quite useful. As we prepare for our first little trip, the more external stimuli you engage with while wearing the Pandora unit, the more effective your synaptic recall will be. Please, continue. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was die hier mit uns machen. Das wird sich aber bestimmt irgendwann aufklären. Also, die machen scheinbar irgendein... Das ist unsere Therapie, glaube ich, hier. Was wir hier machen. Aber... wie hilfreich die jetzt sein wird. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Lampe anmachen. Der ist freigelassen worden, ne? Nee. Ich dachte, das wäre der Weg, in dem wir schon mal waren. Das ist aber ein anderer. Okay, es geht nur einen Weg. Hä? Nee, von hier komme ich doch. Hier geht's weiter. Entschuldigung. Gott, so eine fette Stahltür. Die fällt 100 pro hinter uns zu und dann sind wir da drin. Ah, vielleicht doch nicht 100 pro. 100 pro. Okay. Ein einzelner Raum, aus dem wir nicht weiterkommen. Ah, the Pandora is reacting. Keep your eyes locked and focused. Slow, even breaths. Patience, Mr. Black, calm. Focus. It will take the memory unit a moment to calibrate. Ja, machen wir gleich. Wir gucken erstmal. Ist das das Mädchen? Oh, Alter, die Augen. Okay, können wir nur scrollen. Tier, irgendwie.
Und ein Bürogebäude, whatever. Das sind Waffenpläne hier, ne? Über die Corner Gun, das ist die Corner Gun hier. Ach, da steht ja auch Corner Gun, Corner Gun, Corner Gun. Und hier haben wir das ganz normale Gewehr. Und hier haben wir noch ein bisschen was zu lesen. Und das... Was ist das hier? Wer ist er denn? Roger Howard. It's the weapons of the future. Wahrscheinlich der Entwickler von der Corner Gun und sowas. Mass Confidence, the great. What else will 6 billions buy? Das hier ist ein Bauplan von dem Gebäude, oder? Zur Seite kann ich nicht gehen, ich kann nur hoch und runter scrollen. Okay. Was ist das jetzt hier? Der Clock oder Birmingham Clock Tower eröffnet. War das dieses Gebäude, was wir gesehen haben gerade auf dem Bild? Der neueste Wolkenkratzer von Birmingham ist endlich fertig. Architekten und Stadtplaner preisen ihn gleichermaßen als Bereicherung für die Skyline der modernen Midlands. Der Zweck dieses neuen Wolkenkratzers von der internationalen Presse Glock Tower getauft, bleibt zur Verwirrung der Anwohner allerdings weiterhin ein Rätsel. Gerüchten zufolge wurde das Hochhaus als neue internationale Zentrale für Advanced Defense Strategie, ADS, keine Ahnung, errichtet, also irgendeine militärische Einheit höchstwahrscheinlich. Achso, da steht ja ein, der führende Waffenhersteller in Europa. Dieses würde zweifellos die Geheimniskrämerei und die interessanten Spitznamen des Gebäudes erklären. Ein Glock ist eine halbautomatische Pistole. Ach, daher. Ja, klar, die Glock kennt man. Also, manche kennen sie. Ist eine halbautomatische Pistole mit Polymergehäuse, erklärt Aaron Cannon, der leitende Architekt des Projekts. Es war zwar keine Absicht, aber ich kann nachvollziehen, dass die Menschen Ähnlichkeiten mit einer Handfeuerwaffe sehen. Müssen wir uns gleich das Bild nochmal angucken. Es wäre ziemlich poetisch, wenn die Gerüchte stimmen, scherzte er. Mit 160 Metern ist unser Bauwerk vielleicht nicht das höchste. Das war auch nicht unser Ziel, aber wir hoffen, dass es dabei helfen wird, Birmingham zu einem schweren Geschütz auf den internationalen Märkten zu machen, fügt Nick Schulz jovial im Namen des Stadtrates hinzu. Wir gucken uns das Bild nochmal an. Das sieht daran aus wie eine Pistole. Ist doch das Ding, ne? Also ich erkenne jetzt irgendwie keine Pistole. Da musst du, glaube ich, schon ganz schön viel Fantasie haben. Es sieht zumindest ähnlich aus, als wenn es dasselbe Gebäude wäre. Wir haben da diese... Ja, doch, das ist das. Also ich kann da keine Pistole erkennen. Advanced Defense, da haben wir was über die Einrichtung. Können wir ja gleich mal gucken. Mit Z, Advanced Defense Strategie, ADS. Seit der Gründung in den späten 90ern ist Advanced Defensive Strategie oder Defensive Defense, nicht Defensive, Defense Strategie innerhalb kürzer Zeit zu einem der führenden Hersteller kleinerer Feuerwaffen in Großbritannien avanciert. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2007 ist das Unternehmen zum viertgrößten Rüstungsunternehmen in Europa aufgestiegen. Es wurde 1998 von Roger D. Howard, einem früheren, ich überlege nur den Namen, Militär, gegründet. Wir waren Blake, ne?
Der ehrgeizige Geschäftsmann sagte der BBC, dass es schon immer sein Traum war, bahnbrechende Computertechnologien mit neuesten Ingenieurleistungen zu vereinen, um die Waffen der Zukunft zu erschaffen. Mich stört so ein bisschen, dass man sieht ja im Hintergrund auch nochmal das Geschriebene, das bringt mich immer so ein kleines bisschen durcheinander. Des Weiteren sagt Howard, meiner Meinung nach sollten sowohl Waffen als auch Verteidigungssysteme absolute Vorreiter des technischen Fortschritts sein. Nehmen Sie beispielsweise das Internet. Es wurde im großen Umfang von der US-Armee genutzt, Jahrzehnte bevor es für die Allgemeinheit zugänglich wurde. In bestimmten Kreisen wird das World Wide Web sogar bereits als ein Museumsstück angesehen. Ich denke, das allein demonstriert bereits die Rolle der Waffenhersteller. Wir zeigen der Menschheit, welche Richtung wir einschlagen. Wir zeigen ihr die Zukunft. Eine sichere Zukunft. Weiter auf Seite 12. Eine sichere Zukunft durch Waffen. Das ist so dieses der behindertsten Denkenarten. Ich meine, wir brauchen Waffen zu Verteidigungszwecken. Aber vielleicht sollten wir mal aufhören, uns gegen unsere eigene Spezies zu verteidigen. Ich meine, man sollte schon in die Richtung weiterforschen, ist meiner Meinung nach. Wenn man jetzt mal das Ganze weiterspinnt, sehr viel weiterspinnt und es wirklich Aliens gibt und die dann irgendwann kommen und wir sind eine friedliebende Welt und die kommen mal nicht mit friedlichen Absichten, dann sollten wir schon versuchen, in der Lage zu sein, uns irgendwie wehren zu können. Alleine deswegen finde ich, das ist schon berechtigt, dass man da in die Richtung weiter forscht. Weil es sind halt Präventivmaßnahmen, ne? Also du weißt ja nicht, was kommt. Aber wir sollten auf jeden Fall aufhören, die gegen unsere eigene Spezies einzusetzen. Oder geschweige denn halt auch gegen Tiere, wenn es jetzt nicht um Nahrung geht. Also jetzt sprich Wilderei und sowas. Weil die ja nicht zu unserer Spezies gehören, so in dem Sinne. Aber zu unserer Welt. Wir sollten aufhören, unsere Welt mit unseren eigenen Waffen kaputt zu machen. Und die dann wirklich halt nur im äußersten Notfall zum Verteidigungszwecken benutzen. Jetzt kann man natürlich wieder gegen argumentieren von wegen, ja, aber wenn wir gar keine Waffen haben, dann denken die Aliens vielleicht ja gar nicht, dass wir böswillige Absichten haben, sondern die denken das nur, wenn die Waffen bei uns sehen. Aber ja, irgendwie muss man ja trotzdem, du kannst ja nicht immer auf gut glauben, ja, ja, wird schon passen. Ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen, wie ich das meine. So, wir sind auch schon bei 23 Minuten, dann gucken wir das da in der nächsten Runde an. Und dann gucken wir uns dieses komische Bild an, dann bin ich mal gespannt, weil ich muss aufpassen, dass die Folgen nicht zu lang werden, sonst kackt mein Programm hier ab. Alles klar, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Get Even. Alles klar, bis dann, bye bye.